kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. herzlich. Mund schon leer, oder? Ne, mach gut. Ja, willkommen zurück zur Bundesliga. Ich bin immer noch da. Eddie ist immer noch da. Tobi ist weg. Ah, nee, da ist er ja. Tobi ist da. Nils ist immer noch nicht da. Nils ist immer noch Papa geworden. Richtig. Und da freuen wir uns sehr drüber. Außerdem kann ich mal am Tisch sitzen, ist auch ganz geil. Ja, aber auch nur diese Woche. Ja, wahrscheinlich. Aber egal, ich genieße es. Du wolltest noch was zu Hummels sagen. Genau, ich wollte noch was zu Hummels sagen, weil du das ja eben sagtest, so bester Innenverteidiger. Grund, ja, ist er. Also, ich wollte jetzt du nur bist noch ja gerade inaktiv. Bester Aktiver. Bester aktiver Innenverteidiger. Ich wollte nur, weil mir das nochmal einfiel im Spiel jetzt gegen Gladbach, die Grätsche vor dem, war das das zweite, ne? Oder was ist das dritte? Nee, das war das dritte. Nee, das zweite. Das zweite, wo der Ball dann rechts rausgeht auf Reus und er dann zu Mkhitaryan spielt. War halt eine geile Aktion, ist nur eine Grätsche, aber das sind dann so diese entscheidenden Geschichten. So, und das, das war gut. Ich wollte einfach was Positives zu Hummels sagen. Ist ja auch vollkommen richtig. Ich würde gerne noch mal kurz die Frage stellen, wie sieht denn das Defensiv... wie sieht das... Wie sieht das defensive Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft im Sommer aus? Oh, das ist eine gute Frage. Gündogan ist gesetzt, würde ich behaupten. Ja? Also bei der Leistung aktuell schon. Und gerade auch, wenn man sieht, dass Schweinsteiger jetzt nicht die beste Saison spielt. Kroos spielt auch eine gute, aber keine überragende Saison. Da musst du, glaube ich, schon mit Gündogan spielen. Gündogan, Khedira? Khedira ist auch, hat auch nicht die leichteste Saison. Wahrscheinlich Löw, wie man Löw kennt, wird er vielleicht auf was Spielerisches setzen. Vielleicht sogar Gündogan, Kroos. Das finde ich geil, ehrlich gesagt. Vielleicht Schweini auf der Bank? Ja, Gündogan, Schweinsteiger, Kroos ein bisschen höher, wie es man bei der BM so ein bisschen gespielt hat, mit Kroos in einer höheren Rolle. Das vielleicht, wobei Schweinsteiger ist halt eine schwierige Wahl. Das ist halt so ein bisschen, könnte der Ballack-Moment vielleicht sogar werden für Schweinsteiger diesen Sommer. Ich glaube, dass Weigl sich so langsam in den Fokus spielt. Allerdings, wenn man sich so anschaut, wie Löw nominiert und aufstellt, ist es diesen Sommer noch nicht so weit. Mhm. 2018. Vielleicht nimmt er ihn mit, aber wahrscheinlich. Also er hat ja immer so zwei, drei Spieler, jüngere Spieler, so nach dem Motto: Ja, komm mal mit, schau dir das mal an. Aber die kommen immer von Stuttgart. Wobei, es wäre schon eine interessante Variante mit Weigl, Gündogan und Kroos gegen Spiel. In der Gruppe hat man ja auch ein paar Gegner, die nicht so spielstark sind, beziehungsweise die sich hinten reinstellen werden. Dass man das dann vielleicht dann zumindest Weigl mal mitnimmt und dann vielleicht mal andenkt. Ich glaube einfach, dass wenn Khedira gesund und fit bleibt, ist er ist einfach eine sehr zentrale Figur für Jogi Löw. Und das wird sich zumindest jetzt für das nächste Turnier auch nicht ändern. Warten wir es mal ab. Der Chat schlägt vor, Bomhoff, Gade, Escher und hinten Ralle. Ja gut, aber es wird ja langweilig. Ich wollte gerade sagen, wer soll da vorbeikommen? Also... Ich weiß nicht jetzt, wie ich habe mit euch, also dich, bei dir weiß ich, ich habe euch jetzt noch nicht spielen sehen. Nils, weiß ich, ein extrem guter Standfußballer. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, dir den Rücken freizuhalten. Ja, das. Weil ich ja weiß, wenn ich dir den Ball gebe, du weißt einfach, was zu tun ist. Ich würde mal so, weißt du, du warst ja, wir müssen mal zusammen in die Halle gehen und kicken. Weil ich kann euch genau sagen, wer welcher Typ ist. Also ich bin so der Typ Thomas Müller. Der nicht weiß, was er tut, aber sieht absolut beschissen aus und man fragt sich immer, warum, aber irgendwie geht es meistens rein. Ja. Nils, würde ich sagen, ist so eine Art Pirlot. Ja? Oh. Ja, nicht besonders schnell, aber geile Pässe und immer Auge für den Mitspieler. Also ich spiele sehr gerne mit Nils im Team, weil er auch immer den Gegenspieler schön abschirmt. Ja? Und du, weiß man ja, absolut fair. Aber mit der nötigen Härte. Und Tobi, ich weiß nicht, wie würdest du dich bezeichnen? Tobi ist, glaube ich, so der Typ Thorsten Legert. Das ist gar nicht so falsch. Ich spiele sehr gerne Fußball und sehr schlecht Fußball. Ja, also. Aber so vom Typ her? Ich war immer Verteidiger. Ich bin gelernter Libero. Ich habe tatsächlich es geschafft in meinem Kreisliga-Debüt. Ich habe immer Kreisklasse gespielt, dann durfte ich mal Kreisliga spielen. Da bin ich in der 75. eingewechselt worden und in der 81. mit glatt rot vom Platz geflogen. Das war meine Karriere. Also dann sehe ich aber, das wird eine ganz geile. Ist doch geil. Thomas Müller vorne in der Halle, können wir auch zu viert spielen, ne? 4 gegen 4. Ich vorne, werde bedient von Nils. Und
ihr zwei rasiert hinten einfach alles. Ja, Moment, also ich habe ja schon viel Halle gespielt. Gerade jetzt, jüngst, zuletzt wieder. Ne? Das werden wir nächste Woche ganz intensiv aufarbeiten, genau, ohne jetzt Mats. So viel zu verbarren. Genau. Mario Gomez gemacht. Was hat der Gunnar gesagt? Er hat eine Runde Mario Gomez gemacht. Ach so, Gunnar behauptet, er sei Mario Gomez. Weiß ich nicht. Erstens hätte ich gedacht, dass du sagst Bizarro, dass du dich jetzt mit Mario Gomez vergleichst, Gunnar, finde ich jetzt schon auch. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber ganz kurz, Tobi. Libero in der Halle? Wie habe ich mir das vorzustellen? In der Halle ja nicht, aber draußen habe ich ein Libero gespielt. Nicht? Und in der Halle? Was spielt man in der Halle taktisch? Taktisch? Meistens? Zwei vorne, zwei hinten? Ja, oder die Raute. Ja. Und dann hast du immer die Möglichkeit, dass der hinten spielt den Stürmer an. Der lässt halt auf links oder rechts klatschen. So hat übrigens der FC Barcelona gegen uns in der Halle gespielt. Aber dazu später nächste Woche mehr. Genau, du hast nämlich gegen FC Barcelona gespielt. Da haben wir nächste Woche eine Matz von. Da seht ihr auch mal Felgenralle in Action. Weil er behauptet ja immer, er spielt Fußball, aber keiner hat es je gesehen. Das werden wir dann mal sehen. Nee, da freue ich mich. Aber lasst uns das mal machen. Lasst uns mal Fußball spielen gehen, privat. So, wir machen jetzt weiter mit der Spielanalyse. Was ist denn hier überhaupt los? Genau, Dortmund haben wir abgeschlossen. Genau, kommen wir jetzt zu der Partie. Ach, deswegen. Genau, Eintracht Frankfurt. Wir machen es so. Weil ich weiß, nachdem ich mir das Spiel angeschaut habe und Zusammenfassung und so, wusste ich, über die erste Halbzeit möchte Eddie nicht sprechen. Nein, nein, wir können gerne über die erste Halbzeit reden. Eintracht Frankfurt-Wolfsburg 3:2. Aber die erste Halbzeit hat dir doch keinen Spaß gemacht. Nee, die erste Halbzeit war so ziemlich mit das Grottigste, was ich in dieser Rückrunde gesehen habe. Da habe ich zwar noch nicht so viel gesehen, aber... Aber wie oft möchtest du das noch sagen? Ja. Der Hälfte der Bundesliga-Folgen war es halt, das war das Grottigste, was ich... Sie schaffen es immer... Es ist Wahnsinn, aber es ist auch jedes Mal wahr. Also absolut erstaunlich. Ja, und dann in der Rückrunde komplett wie ausgetauscht. Meiner Meinung nach haben sie da auch wirklich gut gespielt. Also was heißt gut? Sie haben zumindest sich nicht mehr so den Schneid abkaufen lassen. Dann hast du halt einen Alex Meyer, der aus drei Dingern, die ihm irgendwie teilweise einfach vor die Füße rollen, halt Tore macht, das ist einfach ein Phänomen, ich kann es nicht anders sagen. Aber sicher fühle ich mich deswegen jetzt nicht. Wolfsburg hätte die Partie in der ersten Halbzeit locker schon eintüten können. Hätte schon mindestens 3-0, 4-0 in der ersten Halbzeit. Ich glaube, allein, wenn sie es 2-0 gemacht hätten, wäre die Eintracht kaputt gewesen. So mit dem 1-0 in die Kabine gegangen und dann 1-1 und dann vor Heimpublikum aufs eigene Tor in der Kurve, kannst du natürlich dann nochmal gepusht werden. Marco Fabian, der Neuzugang, eingewechselt, finde ich, hat einen ganz guten ersten Eindruck gemacht. Man hat schon gesehen, dass ihm noch so ein bisschen die Bindung fehlt, aber man hat auch gesehen, dass er eine spielerische Klasse mitbringt, die Eintracht so nicht hat. Also der kann am Ball wirklich eine Menge und ist schnell und dribbelstark und das sind genau die Sachen, die der Eintracht gefehlt haben. Mal jemand, der eine 1-gegen-1-Situation gewinnt. Du hattest ja keine Zeit, das sind ja eigentlich deine Stärken. Genau, aber ich bin ja auch schon zu alt. Ja. Es ist einfach so und zu weit weg. Sie sehen ja den Skill hier nicht. Stimmt. Also es ist halt einfach. Aber, ich sehe es aber, wie du hier hinter dieser schwarzen Plane, selbst jetzt mit dem Ball so ein bisschen... Die ganze Zeit halte ich den hoch. Seit Beginn der Sendung halte ich den Ball hoch. Ich bin bei 8.000 oder so. Aber hat Alex Meyer schon, so wie der HSV Uwe Seeler einen Fuß vors Stadion gestellt hat, hat Alex Meyer den schon in... Jetzt, gut, etwas humorvolle Frage, aber was wäre die Eintracht ohne Meyer? Willst du dir dieses Szenario ausmalen? Naja, ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich liebe Alex Meyer für die Effektivität, aber ich denke auch ganz oft, dass er dem Spiel an sich nicht so gut tut. Ja, es ist so ein bisschen wie Theofanis Gekas damals in der Abstiegssaison. Ich will jetzt Alex Meyer nicht mit Gekas vergleichen, aber der hat auch in der Hinrunde, glaube ich, weiß ich, 14 Buden oder so gemacht und die Eintracht war komplett abhängig davon, dass Gekas trifft. Und wenn er nicht getroffen hat, hat die Eintracht verloren. Und so eine Parallele sehe ich schon zu Alex Meyer, im Prinzip 90 Minuten unsichtbar ist und dann aber richtig steht. Das ist natürlich geil zu haben, aber es ist auch immer ein gewisses Risiko dabei. Ja? Man kann sich eben nicht immer nur auf Alex Meyer verlassen. Deshalb bin ich froh, dass die Eintracht offensiv nachgebessert hat. Auch ein Sabol Schusti, der sicherlich die linke vakante Seite ganz gut beackern kann und mit Standards jetzt vielleicht dann auch mal ein bisschen, weil die Eintracht-Standards einfach wirklich grottig sind. Also ich habe noch nie so viele schlechte Ecken von der Mannschaft gesehen. Da ist jetzt offensiv schon wieder ein bisschen was los. Hinten fand ich es immer noch schlecht, muss ich sagen, Tobi. Ja,
War auch nicht besonders gut hinten. Das, was du gerade gesagt hast zu Meier, möchte ich nochmal ganz gerne unterstreichen. Denn Meier ist ja ein Spieler, der taucht nicht auf und ist dann im Strafraum plötzlich da. Der ist halt, bleibt halt eigentlich immer passiv, wenn er nicht gerade im Strafraum mit seiner linken Knie und rechten Knie ja. das Ding reinhaut. War halt ein bisschen das Problem. Man hat an erster Halbzeit hier mit zwei Stürmern gespielt. Hat halt hier so ein riesiges Loch im offensiven Mittelfeld. Da ist dann immer Rusma rausgeschossen, aber es hat dann auch nicht so geil funktioniert. Und dann hatte Huschti immer hier links den Ball und wusste nichts damit anzufangen. Huschti zieht ja auch mal gerne nach innen und spielt dann so einen Pass nach innen. Hat dann nach einer zweiten Halbzeit mit Fabian, der dann hier so gespielt hat, sehr viel besser funktioniert einfach. Und dann konnte Meier auch weiter vorgehen und das machen, was er halt machen kann. Mhm. Aber problematisch ist die Defensive, hast du es richtig gesagt, weil man die Außen hat man sehr hochgezogen und dann stand man sehr unkompakt hinten. Und Wolfsburg hatte nicht den besten Tag. Wolfsburg hat teilweise ziemlich doof gespielt vorne, muss man sagen. Ich war sehr enttäuscht von Draxler, ich war auch ein bisschen enttäuscht von Schürrle. Es kommt halt dann zusammen. Naja, Wolfsburg auswärts dieses Jahr ist ja sowieso so ein ganz eigenes Kapitel. Das funktioniert noch nicht so wirklich. Und das war jetzt, es setzte sich halt fort. 6 Punkte auswärts geholt. Das ist echt erbärmlich für eine Truppe dieses Kalibers. Könnte man sagen, dass es für Dieter Hecking vielleicht bald auch ungemütlich werden könnte? Kommt natürlich wie so oft einfach auf die Ergebnisse an, aber wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die internationalen Plätze in Gefahr geraten, dann wird es schon so sein, dass da in erster Linie intern das Ganze hinterfragt wird. Aber ich glaube, mit internationalen Plätzen ist es wahrscheinlich in Wolfsburg auch nicht getan. Also die haben ja schon ganz klar die Zielvorgabe, Champions League zu spielen, und das musst du mit so einer Mannschaft im Prinzip auch. Also Euroleague, weiß ich nicht, ob man da zufrieden wäre bei VW. Kommt ja auch. Also ich meinte jetzt tatsächlich eher auch Champions League. Achso, du meintest auch ja, Champions League. Okay. Also ich glaube, Euroleague ist so ein, das wäre nicht das, womit man sagen könnte, wir haben eine gute Saison gespielt aus Wolfsburger Sicht. Ja. Und das ist schon so, dass dann der Trainer sicherlich auch mal, dann wird die Position an sich mal unter die Lupe genommen, ja. Ist ja auch, muss es mittlerweile ja auch halbwegs machen, Champions League. Der Wunschbrunnen VW ist so ein bisschen, der versiegt jetzt gerade im Moment durch die VW-Krise einfach, und der Kader ist teuer. Also wenn man jetzt keine Champions League und auch nicht mal Europa League spielt, dann wird man ein paar Leute verkaufen müssen, dann wird natürlich auch der Trainer in Misskredit kommen. Ja, also man kann zumindest festhalten, dass trotz spektakulärer Neuverpflichtungen wie zum Beispiel Draxler ein De Bruyne zu keiner Zeit richtig ersetzt wurde. Also finde ich zumindest. Also mit De Bruyne hat man einen wesentlich besseren und aktiveren und effektiveren VfL gesehen. Was haltet ihr denn von der Debatte, die wir ja schon mal hatten? Meier in die Nationalelf, Meier für Yogi. Ich habe gestern das Dschungelcamp geguckt und bin fast vom Hocker gefallen, als ich Daniel Hartwig gesehen habe, der am Ende der Sendung in die Kamera sagt, 3 Tore, Alex Meier, Fußballgott, und dann anfängt im Herzen von Europa zu singen, während die Credits laufen. Daraufhin habe ich erstmal gegoogelt, Daniel Hartwig, weil ich jetzt sage, man soll ja keine Kollegenschelte betreiben, ne? Aber es war jetzt so, auf meiner Liste der geilsten Moderatoren im deutschen Fernsehen war der jetzt nicht ganz weit oben. Und dann habe ich mal so gegoogelt, ist der Bub in Frankfurt am Main geboren, gleicher Jahrgang wie ich? Wahrscheinlich kenne ich den. Wahrscheinlich war der Klassenkamerad von mir. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist der halt einfach mal Eintracht-Fan und sagt am Ende noch den Satz, Yogi, ne, sei kein Depp. Sei kein Dieb, sei kein Depp. Das war was anderes, gibt's später. Was haltet ihr davon? Tobi, du hast schon per Twitter ein Statement dazu gegeben. Willst du es nochmal wiederholen? Ich habe mich bei dir beliebt gemacht bei Twitter. Ich bin da nicht so begeistert von der Idee. Erstens muss man einfach mal sagen, eine EM ist nochmal individuell was anderes als Bundesliga auch wenn Bundesliga natürlich hohes Niveau ist. Aber Alex Meier hat keine internationale Erfahrung. Alex Meier hat noch nie gegen die ganz Großen des Weltfußballs gespielt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist halt, wie wir gesagt haben, Alex Meier ist halt ein Spieler, der sehr passiv bleibt außerhalb des Strafraums. Den kannst du nicht ordentlich in ein Kombinationsspiel einbinden. Nun ist es aber so bei Löw, dass das Kombinationsspiel da die Stürmer sehr wichtig sind. Einfach, dass sie zurückfallen, auch mal einen Ball klatschen lassen und die Torgefahr eben von den Außen kommt. Dann Thomas Müller oder Podolski, die dann von außen reinziehen. Deswegen weiß ich nicht, ob der Meier halt so mit seiner Rolle reinpasst. Also ich würde es eher verneinen. Wie siehst du das? Sag ehrlich, guckst du mich schon so an, als ob du mir noch, die Wahrheit nicht... Ich bin immer noch dabei, dass du voller Begeisterung Dschungelcamp guckst. Ja, du etwa nicht? Hallo, da ist Thorsten Legert im Dschungelcamp. Nein, das kann ja jeder gucken, was er möchte. Zurück zum Fußball. Ich bin du guckst natürlich nur das literarische Quartett jetzt, oder was? Du wirst lachen, ich war gestern Abend im Theater.
In was denn? Ditsche. Na, im St. Pauli-Theater. Und ganz kurz, ich saß mit Conny Littmann im Anschluss zusammen in der Bar, ehemaliger Präsident des FC St. Pauli. Und auf einmal sagte er, ey Ralle, wir müssen aufhören. Ich sage, Conny, was ist los? Ja, ich muss kurz die Fernbedienung holen. Jetzt war über uns ein Fernseher. Dann schaltet der ernsthaft in dem Restaurant, schaltet er den Fernseher ein und guckt Dschungelcamp und stellt halt auf volle Lautstärke. Ja. Ja. Ja, ist mein Guilty Pleasure. Da von daher ich weiß ich, dass gestern Ricky rausgeflogen ist. Jetzt hast du mich gespoilert, du. Ach so. Entschuldige, Mann, es ist 24 Stunden her. Ja, aber zurück ja, vom genau. Dschungelcamp. Ganz kurz, Ricky ist der früher die Talkshows gemacht hat, oder? Ja, die hieß Ricky. Ach so, okay. Zurück zu Alex Meyer. Ich bin da ein bisschen bei Tobi. Für mich ist Alex Meyer so ein bisschen, was die Rolle angeht, so Thomas Müller des FC Bayern, weil ein Thomas Müller mit seiner Art und Weise wird beim FC Barcelona nicht funktionieren, wird bei Real Madrid nicht funktionieren und wird bei Borussia Dortmund wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie er es bei Bayern tut. Weil, das ist eine gewagte Aussage. Also nicht so wie beim FC Bayern. Also, es passt einfach. Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass es woanders nicht Ja, passt. Aber Barcelona hat einen anderen Spielstil als der FC Bayern und Borussia Dortmund ebenfalls und Real Madrid auch. Und ich nenne jetzt mal einfach nur die vier, weil das so mit die Creme de la Creme ist. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Es geht ja auch um das Kombinationsspiel, die Kombinationssicherheit. Bei Eintracht passt viel zusammen mit den Qualitäten des Alex Meyer. Und das in der Nationalmannschaft, und Tobi hat es halt angesprochen, halte ich für schwierig, da dann ganz anderer Spieltyp gefragt ist. Ich stimme euch ja in einer gewissen Weise zu und ich will auch Alex Meyer hier nicht in die Nationalelf brüllen oder so, weil ich auch, wie gesagt, durchaus Defizite sehe. Aber ich glaube ja auch nicht, dass der da Stammspieler wird und 90 Minuten durchspielen würde oder so, sondern ich würde halt eher denken, okay, wenn man mal zurückliegt und vielleicht mal die Brechstange rausholen muss gegen einen Verein, gegen eine Mannschaft, die sich dann da hinten einmauert oder so, und du hast noch irgendwie 20 Minuten auf der Uhr und liegst zurück oder so, dann wäre eine Option wie Alex Meyer, den du da noch mal vorne reinholen kannst, der nicht viele Chancen braucht, der kopfballstark ist, der groß ist, der zumindest auch Spieler bindet, der vielleicht auch mit guten, der sieht man ja, bei der Eintracht kommen ja nicht besonders viele gute Pässe an, also der vielleicht auch komplett aufblüht, wenn er mal Spieler mit um sich rum hat, die ihn auch richtig geil einsetzen. Also ich weiß es nicht. Ich habe schon Spieler gesehen, die Löw mitgenommen hat, wo ich mich gefragt habe, warum? Ja, also ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Ja, gut. Aber das ist halt das Kießling-Ding. Kießling hat bei Leverkusen auch getroffen und Löw hat keine Verwendung gehabt. Ja, aber ich glaube, das hat eher persönliche Gründe gehabt irgendwie. Also weiß ich nicht. Ich glaube eh bei Löw, da ist oft sind da persönliche Dinge. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht nah genug dran an der Nationalmannschaft, ich bin schon sehr nah an der Nationalmannschaft, aber nicht nah genug, um wirklich zu beurteilen, was da los ist, aber auch diese Ballack-Nummer, diese Frings-Nummer, jetzt diese Großkreuz-Nummer. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn deine Zeit gekommen ist als Spieler, Podolski ist wahrscheinlich der nächste Schweinsteiger, der Umgang mit Spielern, die nicht mehr auf dem Leistungsniveau sind, wie sich Jogi Löw das vorstellt, ist vielleicht manchmal, ist er da nicht so. Aber ich glaube, das kannst du bei Meyer nicht vorwerfen. Also das ist ein anderes Thema als das Meyer. Ja, das meine ich. Das ist, glaube ich, nicht, dass das ein persönliches Thema ist. Also Meyer kannst du überhaupt nichts vorwerfen. Das ist der Vorbildsprofi. Der hat kein Tattoo. Hast du ein Tattoo? Nein. Du bist auch ein Vorbild. Für mich, ganz ehrlich, Ralf, für mich bist du ein Vorbild. Ernsthaft. Du übertreibst. Na gut. Aber ein bisschen. Selbst bei Frankfurt ist er ja nicht wirklich unumstritten. Das stimmt. Ich meine, wir brauchen nur an die kleine Diskussion zwischen ihm und Bruno Hübner denken. Ja. Wo es halt auch, wo Bruno Hübner ja genau deine Argumente gebracht hat. Natürlich trifft er, aber was tut er sonst? Das ist auch jetzt wieder, hat Bastian Otschipka in einem Interview gesagt, naja, er macht nicht viel fürs Spiel, aber er haut die Dinge halt vorne rein. Kann man als Lob sehen, kann man aber auch, wenn man will, mal hier und da auch durchaus als Kritik sehen. Aber klar, solange der drei Buden macht und gegen Wolfsburg drei Punkte holt, wird keiner irgendwas sagen. Aber ich kenne es in Frankfurt, wie gesagt, lang genug. Wenn der mal zwei, drei Spiele nicht trifft und dadurch dann auch nur über den Platz schleicht, ohne irgendwie groß was zu machen, dann hagelt es auch wieder enorm Kritik. Aber gut, es ist gut gegangen. Die Eintracht mit drei Punkten, ein
wie ich finde, sehr wichtiger Sieg, damit man so ein bisschen den Abstand wahren kann. Ich glaube, jetzt 6 Punkte von den Abstiegsplätzen, die Eintracht, zumal ja die anderen Vereine dahinter auch gepunktet haben. Und wir werden es gleich mit Blick auf die Tabelle sehen, wie unfassbar eng das alles ist. Da ist so ein Sieg gegen Wolfsburg natürlich schon sehr gut. Nächste Woche geht es gegen Augsburg, ist auch ein Angstgegner, da sah die Eintracht noch nie gut aus. Muss man mal sehen. Kommen wir zur letzten Partie. Schalke gegen Bremen, sicherlich mit auch einer der größten Überraschungen des Spieltags. Und für mich mit dem Spieler des Tages, Clemens Fritz. Tobi? Ja, war eine sehr gute Leistung von Fritz. Bin nicht der größte Fritz-Fan, aber man muss sagen, das hat funktioniert. Am Anfang war Schalke eigentlich noch sehr gut, fand ich. Also die hatten das eigentlich bis zum 1-1 komplett im Griff. Bremen hat dann halt auch das, was wir vorhin gesagt haben, sind sehr weit rausgerückt. Barkfrede war dann immer derjenige, der so Geist gedeckt hat, was aber Barkfrede ist nicht der Dynamischste. Das hat nicht so gut funktioniert. Das hat dann besser funktioniert, als Barkfrede verletzt runter musste und dann Junuzovic kam. Dann hat es dann meiner Meinung nach eigentlich sehr gut funktioniert. Und dann Fritz mit seinem Aufrücken. Man muss es einfach sagen, Schalkes große Problem ist die Defensive. Die kassieren zu viele Torschüsse, sind, was die Torschüsse angeht, auf Platz 14 der Liga. Die haben doppelt so viele Torschüsse kassiert wie BVB und Bayern. Das geht einfach nicht. Und das ist das große Problem. Da kannst du halt offensiv noch so viele Chancen, die arbeiten. Haben ja auch wieder viele groß ausgelassen, Hünteler. Also ich war, du hast es gesagt, für dich die größte Überraschung. Ich war sehr überrascht, vor allem nach dem Start, den Schalke hingelegt hat. Ich meine, besser kannst du ja nicht in die Rückrunde starten. Du schießt nach 4 Minuten das 1-0 und hast eigentlich auch noch mehr vom Spiel und hast auch noch Chancen. Verpasst halt das 2-0. Ja, und dann kommen halt die alten Männer in Form von Clemens Fritz und Pizarro. Und gerade Clemens Fritz, wahrscheinlich eins seiner allerbesten Spiele in den letzten 2-3 Jahren, hat ja das eine selber gemacht, hat das Tor von Pizarro vorbereitet, war sehr präsent und war jetzt auch so der Kapitän, den so eine Mannschaft einfach braucht in der Situation. Ich meine, Bremen, das waren unfassbar wichtige Punkte, um da unten nicht irgendwie ganz, ja, oder was heißt ganz unten reinzurutschen, sie sind schon ganz unten, aber halt punktemäßig einfach Schritt zu halten, du hast es eben angesprochen. Unten haben alle gepunktet. Insofern, Tobi, ja, drück auf den Knopf, dann darfst du mitreden. Ja, ich habe einen neuen Knopf übrigens. Oh. Ja, sehr schön. Ich wollte das nur noch mal ganz unterstreichen, einfach, weil wir auch über das Mentale immer gerne mal reden. Du hast dann Samstag, Sonntag das letzte Spiel. Alle Spiele sind gelaufen. Schalke weiß, alle anderen haben nicht gepunktet. Da musst du ja eigentlich nur mal gallig sein und sagen, okay, heute holen wir die 3 Punkte, weil das sind 6 Punkte wert. Andererseits Bremen, die wissen wir, oh scheiße, alle anderen haben gepunktet. Wir brauchen die 3 Punkte heute. Dass dann halt aus dieser Situation heraus Bremen dann trotzdem auch nach einem 0-1 noch ein 3-1 macht, das muss man sagen, rechne ich der Treppe hoch an. Aber es ist auch so ein bisschen, kann man da Parallelen sehen zu dem Partie Eintracht gegen Wolfsburg. Schalke hätte eigentlich in der ersten Halbzeit schon längst alles festzurren können und haben die Dinge aber nicht reingemacht. Ist es so, hätte Bremen verloren, wäre wahrscheinlich Skripnik auf jeden Fall noch schärfer in der Diskussion gewesen. Jetzt haben wir es umgekehrt. Bei Schalke ist natürlich schon wieder eine leichte Trainerdiskussion. Ich habe vorhin noch bei den Kollegen von Sky News gesehen, er ist wohl angeblich umstritten, auch innerhalb der Mannschaft, der Breitenreiter. Die Trainingsmethoden, die Analysen werden hinterfragt. Es ist wohl der Wunschtrainer von Tönjes gewesen. Also hält vielleicht möglicherweise, wahrscheinlich sogar ab Sommer nicht mehr Manager. Was ist da los bei Schalke? Man könnte fast meinen, der Verein ist sich gerade selbst ein bisschen im Weg. Also grundsätzlich, hast du schon mal Schalke mit Ruhe erlebt? Schwer. Sehr guter Punkt. Also da ist ja irgendwie immer was los. Und von diesen internen Reibereien habe ich auch gelesen. Vielleicht nochmal zurück zum Spiel. Huntelaar hat halt auch 200- oder 300-prozentige gehabt, wo du sagst, ey, wenn du das 2-0 machst auf der anderen Seite, du hast dieses Psychologische angesprochen. Ich habe kurz nach dem Frankfurt-Spiel habe ich nur von einem sehr eingefleischten Schalke-Fan einen Tweet gelesen, der sagte, okay, die spielen alle gegen Schalke, also verlieren wir. Die spielen alle für Schalke, also verlieren wir. So, und das war einfach, Bremen hat eine richtig gute Moral und Einstellung gezeigt, hat sich auf Schalke da nicht beirren lassen von 0-1 sehr früh von die sind besser als wir, die haben Torchancen. Und am Ende war das
auch nicht unverdient. Aber ja, vollkommen richtig. Nochmal meine Frage. Jetzt geh ich mal zu Tobi. Erkennt man eine Handschrift von Breitenreiter? Man wollte einen Trainer, der mit der Jugend arbeitet, der nah an den Fans ist, ein Arbeiter, einen ehrlichen Trainer. Ist jetzt Breitenreiter vielleicht doch der falsche Trainer für so einen Verein wie Schalke? Schwierig, schwierig. Es ist bezeichnend, sagen wir es mal so, es ist bezeichnend, dass diese Geschichte mit Lewandowski, der angeblich Held wollte angeblich Lewandowski haben, hat dann Tönnies hat Nein gesagt, dass die gerade jetzt kommt. Und dass auch anscheinend die Spieler gerade jetzt das gesagt haben. So direkt nach der Winterpause, direkt Anfang der Rückrunde. Irgendwoher müssen die Informationen kommen, irgendwer muss geredet haben. So einfach ist das. Breitenreiter, das haben wir immer wieder gesagt hier. Er ist halt ein guter, aber kein überragender Trainer. Er ist halt kein Trainer, der jetzt wie Tuchel das Mega-Konzept hat. Kein Trainer, der wirklich was komplett Neues macht, aber er ist ein Trainer, der halt defensive Schwächen hat. Es ist ganz, ganz eine ganz schwierige Lage halt auch. Was man hört halt, was jetzt auch noch gesagt wurde, ist, dass das Training unter ihm ein bisschen unkreativ sein soll. Okay, aber das ist es wahrscheinlich bei mehr Trainern als bei Breitenreiter. Ich tue mich ganz schwer damit, Breitenreiters Arbeit zu bewerten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch was passiert. Also wenn jetzt Schalke, ich meine, man kann auf Schalke natürlich auch nicht zufrieden sein mit dem aktuellen Tabellenstand. Du hast es gerade gesagt, immer wenn so Big Points anstehen, wenn die Chance ist, vielleicht irgendwie dann doch mal oben wieder ranzukommen und dann, naja, gegen einen Abstiegskandidaten, ich will jetzt den Bremer nicht zu nahe rücken, aber oder einem, der jetzt, einem Verein, der jetzt nicht geglänzt hat in dieser Saison, dann zu Hause 3-1 verlieren, ist natürlich schon auch nicht gerade, also ist zumindest Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Ja, es ist auch das, was wir schon öfters hier angesprochen haben. Schalke ist halt von diesem Top-Verein am wenigsten in der Lage, so eine Führung einfach übers Spiel zu bringen. Bayern hat da die Ballbesitzmechanismen, Dortmund hat da auch so eine Mischung aus Ballbesitz und Konter, aber Schalke, das ist so, die führen 1-0, aber es ist trotzdem immer wackelig, auch wenn sie die Torchancen haben und das Spiel eigentlich dominieren, dass sie es dann doch noch verlieren. Das ist, glaube ich, das Größte, was man sich ankreiden lassen kann. Im Prinzip diese Unbeständigkeit, die Schalke einfach hat. Du hast dann mal so 2-3 Spiele, wo du denkst, wow, jetzt haben sie den Dreh raus, jetzt läuft das, jetzt ist das System, jetzt sind alle aufeinander eingespielt und dann hast du so wieder die Kurve nach unten mit 2 Spielen, wo jeder Schalke-Fan die Hände über dem Kopf zusammenstehen und sagt, ja, das ist wieder mein Schalke. Das erinnert mich ein bisschen an Leverkusen. So eigentlich 2 Vereine, wo man denkt, die haben das Potenzial, sowohl spielerisch als auch wirtschaftlich, um ständig oben dabei zu sein, aber irgendwie immer wieder so Einbrüche haben, die sich manchmal gar nicht so richtig erklären lassen. Ja, wieso nicht? Also, das ist sich, man muss halt gucken, in den letzten 50 Jahren haben 50 verschiedene Trainer Schalke trainiert. Das ist ja auch schon mal eine Hausmarke. Und versuchen die dann Rekord unter anderem zu brechen auch Peter Neururer. Ja, da war wahrscheinlich fast jeder dabei. Das ist halt das Ding, du hast halt keine Kontinuität. Jetzt ist gerade so, man hört so eine erste Zeitung berichten, dass Heidel zugesagt hat. Das wäre natürlich auch nochmal ein Schritt, dass man da Kontinuität bekommt auf dieser wichtigen Managerposition. Aber auch da wieder, Held ist jetzt auch noch nicht so unendlich lange da. Kontinuität ist sau wichtig. Und wenn du natürlich immer dann Aufsichtsrat hast, Vorstand hast, der dir immer reinredet, ist das ganz, ganz schwierig. Wollte ich gerade fragen, welche Rolle spielt Clemens Tönnies da, dass der eventuell immer mehr Einfluss vielleicht aufs Sportliche nimmt, als es vielleicht manchmal gut ist für den Verein? Könnt ihr das überhaupt beurteilen? Ich kann es nicht beurteilen, deshalb frage ich euch. Das ist ganz schwierig. Ja, es ist, du hast es eben gesagt, da sickern natürlich Informationen durch, von irgendwoher müssen die kommen und das sind äußerst sensible Informationen, die können nur von sehr hoher Stelle kommen. So. Und die Frage ist, welche Eitelkeiten spielen da im Hintergrund eine Rolle? Und das ist eine Geschichte, dazu kommt natürlich auch, wenn mal Ruhe sein sollte, dann wird natürlich auch gesucht. So. Und bei einem Verein wie Schalke lässt sich anscheinend auch immer irgendwie was finden. Köln war ja jahrelang auch so ein, ich will jetzt nicht sagen Chaos-Club, aber ein Verein, der immer für Schlagzeilen gut war. Und seitdem Jörg Schmadtke da am Werk ist, hat er es geschafft, da Ruhe reinzubringen. Und seitdem hat Köln auch eine stetige Entwicklung nach oben genommen, also für Kölner Verhältnisse nach oben genommen. So, aber bei Schalke, was war denn die letzte ruhige Zeit? Sportlich erfolgreich, auch wenn das irgendwie in der Nachbetrachtung vielleicht nicht so wirkt. Das war die Zeit unter Jens Keller, wir haben die Champions League erreicht. Aber medial, da gab es ja jede Woche auf die Fresse und nach jeder Niederlage war die Frage, fliegt er? So, also da Ruhe reinzubringen, das wird eine schöne Aufgabe. Und erst dann
kannst du auch mal den großen Wurf schaffen. Sprich, gut, eine Meisterschaft wäre wahrscheinlich für jeden Schalke-Fan schöner als Hochzeit, Weihnachten und Ostern an einem Tag, aber mal vielleicht über 2, 3, 4 Jahre sich immer für die Champions League qualifizieren und vielleicht auch mal ins Halbfinale etc. kommen. Also mal ein anderer Aspekt, den man vielleicht, also der auch im Umfeld, sag ich mal, noch unter vorgehaltener Hand ein bisschen kritisiert wird, ist die Förderung der Talente, wofür ja Breitenreiter auch steht. Da sind ja tolle junge Spieler auf dem Feld, wie ein Goretzka, wie ein Meier. Aber was ist, ein Eihahn wurde jetzt abgegeben an die Eintracht, aber was ist, stagnieren die, entwickeln die sich weiter? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, vor 1, 2 Jahren, Max Meier, Goretzka, da war es nur eine Frage der Zeit, bis die Stammspieler in der Nationalelf sind. Ist da irgendwas im Argen, Tobi? Ja, ist schwierig, natürlich, klar. Man hatte sich wahrscheinlich dann auch nach dem Draxler-Transfer erhofft, dass Breitenreiter Meier zum Beispiel weiterentwickelt. Wobei andererseits, man hat ja mit Sané einen Spieler reingeschmissen, der ganz klar unter Breitenreiter jetzt aufblüht. Die Mannschaft ist sehr jung, es kommen noch weitere Spieler aus der A-Jugend nach. Deswegen ist das halt auch so eine Sache. Da merkt man halt auch, wie schwierig das ist auf Schalke halt. Du machst es schon gut, aber du machst es nicht perfekt und dann sind aber alle schon da, die meinen, du müsstest es besser machen. Also, Belanda noch? Wollt ihr dazu noch was sagen? Neuer Superstar? Ja, ist ja geliehen. Ja, und ja. Ist ja trotzdem erstmal da. Hat mich jetzt gestern auch nicht groß überzeugt, aber ist natürlich auch noch einer, der ein bisschen Druck über die Außen machen könnte. Hat ja nur 20 Minuten, glaube ich, gespielt. Ne? Ja, ich habe 60. habe ich notiert, aber. Okay, 30 Minuten. Ja. Ja. Ansonsten, gut, du hast jetzt mit Höwedes natürlich auch wieder eine relativ zentrale Figur für den Verein auf unbestimmte Zeit, ich glaube 3 oder 4 Wochen, verloren. Selbst ein Matip, der ja eigentlich konstant gute Leistung abliefert, ist ja dann auch immer irgendwie umstritten, hat bei den Fans auch nicht so das Standing. Also das ist so, da fehlt so ein bisschen so ein stabilisierender Faktor einfach, der dem Verein auf verschiedenen Ebenen einfach weiterhelfen würde. Hm. Aber wir machen ja jetzt nichts anderes und bringen Unruhe rein, auch wenn die das wahrscheinlich nicht mitkriegen. Doch. Nein, wir betrachten das ja journalistisch neutral von außen. Exakt, und außerdem kriegen sie es mit, weil die Fußballnation guckt Bundesliga. Immer mehr. Immer mehr. Ja, das war der Spieltag. Wir gucken jetzt mal abschließend auf die Tabelle. Stopp! Du hast angekündigt, unmittelbar nach der Pause zeigst du den Liebling der Woche. Echt? Aber es ist ja noch Spieltagsanalyse. Aber wir gucken erst auf die Tabelle, dann zeige ich den Liebling der Woche. Nochmal die Tabelle. Gucken wir nochmal auf die Tabelle. Wir haben noch gar nicht auf die Tabelle geguckt. Und sie vor allen Dingen noch gar nicht eingeblendet. Da ist sie nämlich. Das ist die Tabelle, die Bundesliga-Tabelle. Das sind 18 Vereine, ne? So haben alle gleich viele Spiele gerade. Bayern oben. Bayern oben, haben aber nicht alle gleich viele Punkte. Da sehen wir Borussia Dortmund und natürlich der FC Bayern ja schon mit deutlichem Vorsprung vom Rest. Dann kommt Überraschungsmannschaft Hertha BSC. Und dann wird es immer mehr, also klar, die ersten 7 Plätze, jetzt nicht alles nicht so überraschend, aber spätestens mit Mainz 26 Punkten fast bis runter tummeln sich Mannschaften, wo ich nicht vermag, wie es am Ende aussehen kann. Da kann es mit 2 Siegen, 2 Niederlagen komplett nochmal sich alles ändern. Also auch Vereine, die man jetzt nicht auf dem Zettel hat, noch in Abstiegskampf rutschen und umgekehrt. Also ich finde es extrem spannend. Guck dir Köln an. Die wurden schon als Euroleague-Anwärter gehandelt und jetzt sind sie auch nur 6 Punkte vorm VfB Stuttgart. Also ich würde eigentlich genau da anschließen, wo ich was ich eben schon nach dem Köln-Spiel, glaube ich, sagte, die 6, 7 Mannschaften, die halt die Hinrunde schon wenig Punkte, das verfolgt dich komplett. Da wird sich in der unteren Hälfte, die Reihenfolge wird sich möglicherweise ändern, aber es kommen keine neuen Mannschaften dazu. Meinst du, dass der HSV nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun hat? Na, sie gehören ja zur unteren Hälfte, insofern den HSV zähle ich definitiv dazu. Und Ingolstadt? Also ich würde die Grenze irgendwo entweder Platz 10 oder Platz 11 ziehen. Und da du Ingolstadt magst, ziehst du sie bei 11? Was hast du, Tobi? Nein, ich 10 würde ich auch noch mit reinnehmen. Und die Jungs wissen selber, ich habe nach dem Spiel kurz, natürlich mit dem einen oder anderen noch kurz geschrieben, weil die es nicht sein lassen konnten, mir Kabinen-Selfies zu schicken. Und, zeig doch mal. Das willst du nicht sehen. Das ist so Kevin Großkreuz, nicht Kevin Großkreuz, hier. Der Paderborn-Spieler. Boschwitz. Nein, die zählen halt quasi die Punkte runter, die sie noch
brauchen. So, ja. Da wird halt immer die 40-Punkte-Marke genommen. Das ist ja so die heilige Marke, auch wenn wahrscheinlich weniger reichen. Da geht es nur darum, Punkte zu sammeln. Und das betrifft Ingolstadt, HSV, Darmstadt und die Mannschaften drunter. Köln, nein. Also dafür ist Köln zu stabil. Ich tue mich extrem schwer damit. Einerseits haben mich Stuttgart und Bremen auch sehr überzeugt am Wochenende und Köln und Mainz zum Beispiel nicht so. Deswegen tue ich mich da ganz, ganz schwer mit einer Prognose. Also ich, ja. Hoffenheim, Hannover sind die einzigen beiden, wo ich mir jetzt schon sagen würde, okay, die können sie über 16 froh sein. Also es ist natürlich auch noch früh, es kann auch sehr viel passieren, das sind alles jetzt hier die Standardfloskeln, aber ich finde es trotzdem immer wieder erstaunlich, wie ausgeglichen teilweise die Bundesliga ist und da entscheiden dann eben auch wirklich Nuancen und Tagesform und eine Schiri-Fehlentscheidung und weiß ich nicht was, kann alles sich relativ schnell ändern. Macht es aber auch schön, macht es spannend. Zumindest wenn schon das Meisterschaftsrennen nicht so spannend ist, dann ist zumindest der Rest der Bundesliga relativ spannend. Du wolltest es doch eben noch spannend machen, das Meisterschaftsrennen. Ja, ich wollte auch gerade noch sagen, naja, so unspannend ist es eigentlich auch gar nicht, das Meisterschaft. Ich finde es nach wie vor, ich habe Dortmund noch nicht komplett abgeschrieben aus dem Meisterschaftsrennen. Ihr seht das ein bisschen anders, aber mal gucken. Ja, das war der 18. Spieltag. Jetzt kommen wir, wie du schon richtig gesagt hast, zum Liebling der Woche. Liebling der Woche ist ein Trainer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der spielt, beziehungsweise ist ein Gegenstand von vom einem Trainer. Ich weiß, den kannst du das nochmal machen? Kann die Regie mal irgendwie einen geilen Jingle dabei? Kannst du das so? Boah, herrlich. Das ist stark. Ja, ich habe auch im Chat gesehen, dass 95% aller Kommentare im Chat drehen sich über meine Frisur. Und zwar im positiven Sinne. Eigentlich brauchst du, musst noch ein paar Zentimeter, du brauchst ein paar Zentimeter mehr. Mal gucken, was der Chat draus macht. Haare nach hinten und dann kannst du hier schön einen Zopf. Naja, komm. Nee, ich werde den Alex Meyer Doppelzopf. Ich arbeite ja auf den Alex Meyer Doppelzopf hin. ich wollte zum Liebling der Woche kommen. Hier kommt unser Liebling der Woche. Ein Trainer, den wahrscheinlich niemand kennt, weil keiner die Premier League verfolgt. Aber ein paar Insider kennen ihn vielleicht. Meine Damen und Herren, Liebling der Woche ist die Brille von Jürgen Klopp. So, ich habe mit ein bisschen mehr Begeisterung gerechnet. gut, dann schauen wir uns mal vielleicht ein Video an. Ich weiß gar nicht, habt ihr das vorliegen, Regie, oder soll ich das hier vom Rechner abfeuern? Der klebt fest, kannst du nicht nehmen. Achso, der klebt fest. Der klebt, der... Hä? Vom Rechner? Okay, dann haue ich das mal hier ab. Denn Jürgen Klopp hat mal wieder zu einem überragenden Jubellauf angesetzt. Allerdings auf Kosten seiner Brille. Und das war für Gunnar dann in dem Fall Grund genug, zu dominieren. Der Gunnar hat ihn nicht mehr. Wir schauen uns mal das Video an. Ich hoffe, ich habe jetzt hier das Video bei unseren Kollegen von Sport 1. Der Jubellauf von Jürgen Klopp. Tobi hat gesagt, das wird schon auf der Insel, oder du hast gesagt, ich weiß nicht, einer von euch beiden hat es gesagt, wird schon kritisch beäugt, die emotionale Art. Du warst es. Wir waren es beide. Jetzt will es wieder keiner gewesen sein, aber... Das Trainer nicht kritisieren. Ach du Scheiße, das ist ja gar kein Video, das sind ja nur Bilder. Auf jeden Fall, wir können es ja nachstellen. Ich hau dir einfach die Brille von der Nase. Was hältst du davon? Ja, aber da würde ich ja nicht jubeln. Warte mal. Nein, für die, die es nicht gesehen haben, kurz zusammengefasst. Tobi, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Tor in der 94., 95., nachdem sie in der 92. das 4-4 kassiert haben in Norwich. Ja. Das 5-4 geschossen. Jubeltraube, alle kommen zusammen und Kloppo rennt mit rein und dann kommt einer der Spieler und haut ihm die Brille von der Nase. Ich glaube, die Flügel ab oder ähnliches. In one of the most dramatic Premier League games of the season. Mehr oder weniger blind ertastend die Pressekonferenz abgehalten. Ja, das ist vollkommen richtig, weil die Brille wirklich am Arsch war. Ich habe hier lauter Videos, aber... Nein, warte, nicht drauf scheißen. Es sind immer nur Fotos, ey. Was ist denn da los mit dem Internet? Ja, aber hier, gucken wir uns eben die Fotos an. Besser als gar nichts. Hier sehen wir den Jubel. Da rennt er los, wie man ihn kennt. Und ja, da war er dann eher traurig. Und da ist die Brille. Da versucht er sie zu retten. Ja, diese Jubel. Ein sehr verrücktes Spiel übrigens. Schöne Bilder. Schöne Bilder. Schöne emotionale Bilder. Ja, Emotionen kann er, der Klopp. Ja, da
Das ist unser Liebling der Woche, haben wir endlich auch mal wieder gemacht. Und jetzt kommen wir noch zu einem Teil, den wir endlich mal wieder machen. Wir tippen den Spieltag nächste Woche. Gottes Willen. Ja, das haben wir echt lange nicht mehr gemacht, weil wir immer Zeitprobleme haben. Und dann, dann kriegen wir Ärger, wenn die Leute aufgrund unserer Tipps falsch tippen. Ich glaube, da ist ehrlich gesagt steckt da Methode dahinter, weil Tobi ist, glaube ich, mittlerweile bei Kicktipp Platz 18, kann es sein? Yep. Ich bin in den Top 20 angekommen. Von 1000? Von 1000. Tobi, ich wusste gar nicht, dass du Ahnung vom Fußball hast. Das ist schockierend, nicht? Ja, dann kannst du ja jetzt mal beweisen, macht einfach genau das Gleiche, geht ans Kiosk und guckt einfach, was Tobi jetzt macht und dann werdet ihr reich. Genau. Tobi macht euch reich. Wir fangen an mit den Tipps für den 19. Spieltag und fangen von oben an mit Mainz gegen Gladbach. Tobi, fang an. Schwierig. Spontan würde ich fast sogar sagen, ein 2-1 für Mainz. Mhm. Ich sag 2-2. Da bin ich bei dir. Du machst auch 2-2? 1-1. 1-1. Wobei, Traoré und Co. sind gut drauf, was die Offensive angeht. Mainz zu Hause muss ein bisschen was machen, was den Gladbachern entgegenkommt. Das ist schwer, das ist schwer. Das ja, du hast jetzt 1-1 gesagt. Ja, okay. Dortmund-Ingolstadt, Tobi. 2-0. Ich sag 4-0. Ist schwierig. Also, ich würd den Jungs natürlich was gönnen, aber ich glaube, dass Dortmund zu Hause einfach zu stark ist. Auch wenn Ingolstadt auswärts schon bewiesen hat, wie unangenehm es ist. Auch auf Schalke was geholt und so. Das ist echt schwer. Ey, so kommen wir nicht durch mit den Tipps. Mich holt morgen Abend keiner ab, wenn ich jetzt gegen Ingolstadt tippe. Ja, mach's doch diplomatisch und sag 3-0 für Dortmund. Na, ich würde es mir wünschen, aber ich sage 2-1 für Dortmund. Leverkusen, Hannover. 2-0. Ich sag 3-1. Wollte ich auch sagen. Warst du in der Schule auch einmal, wenn sich einer gemeldet hat und dann hat er es richtig gesagt, das wollte ich auch sagen, Herr Lehrer. Ich sag euch nicht, welchen Finger er mir jetzt gezeigt hat in den Karten. Augsburg-Eintracht. 2-1. Ich bin mal optimistisch und sag 1-1. Ich glaube, ich fange jetzt besser an, weil sonst glaubt mir das sowieso keiner. Auch 1-1. Ja, ich wollte, ja. Unentschieden. Ja. Bremen-Hertha, Ralle. Bremen-Hertha. Schafft Hertha den Schwung irgendwie jetzt mitzunehmen aus der Hinrunde? Sie haben sich jetzt vorgestern schwer getan. Bremen-Hertha, sage ich. Bremen-Hertha. 2-0. Ich bin bei 0-0, glaube ich. Ich sag 0-1 für die Hertha, Auswärtssieg. Darmstadt. Kommst du mit? Der Gunnar fragt, ob du mitkommst, hat Karten. Klar, warum nicht? Okay, Gott. Okay, Gott, ich. Darmstadt, Schalke. Ralf. Darmstadt, Schalke, 1-1. Tobi. 1-0. Ernsthaft? Doch. Jetzt nach dieser Woche und Hinspiel ging, glaube ich, auch schon unentschieden aus. Ich sag 1-2 für Schalke. Was meinst du, was dann in Schalke los ist, wenn die tatsächlich in Darmstadt verlieren dann sollten? Dann brennt die Hütte, glaube ich, auch. Stuttgart-HSV. Ralf. Stuttgart-HSV. Machen wir 2-0. 2-1. Ich sag 2-2. Wolfsburg, Köln. Wolfsburg zu Hause ist natürlich eine andere Geschichte. Deswegen sage ich. Das sind 300 Fans mehr als bei Auswärtsspielen. 3-1. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich mach mal 3. Ich dachte 3-0 draus. Also ist, ja. Ich sag 2-1. Und Bayern. Hoffenheim.
also viele, ja, wenn die Bayern früh treffen, dann kann es knallen. 3-0. 2-0. Schwierig. Ich sag auch 3-0. So, das waren sie, unsere Tipps. Ihr habt wieder was gelernt. Hört auf Tobi, hört auf keinen anderen und richtig. Macht keine Sportwetten. Wir hatten tatsächlich mal einen, der hat, hat uns mal seine, zur St. Pauli-Zeit mal seine Dings zugeschickt, seine Wettscheine, weil wir bei, ich glaube, 4 oder 5 Wettscheinen quasi die waren, die den Wettschein kaputt gemacht haben und er wollte von uns das Geld haben. Und habt ihr es ihm gezahlt? Bestimmt. Mhm. Versprochen. Ja, Geld-Zurück-Garantie, wenn man auf, was war das damals, St. Pauli? St. Pauli, ja. Wettet. Okay, ja, das war's mit Bundesliga für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche sind wir natürlich wieder für euch am Start. Hoffentlich dann mit Nils, ich weiß es nicht, weiß man ja immer nicht, ne? Ist ja so ein, ne? Wahrscheinlich eher nicht, mal gucken. Aber auf jeden Fall dann wieder mit Tobi, mit dir, weiß man auch noch nicht. Kannst du nächste Woche? Möglicherweise. Okay, möglicherweise. Ich weiß von nichts. Aber auf jeden Fall gibt es dich auch. Du bist aber definitiv da. Ich bin definitiv da und es gibt auf jeden Fall den Einspieler mit dir, wie du nämlich abgeschnitten hast gegen den FC Barcelona. Allerdings beim Hallenfußball. So, danke Tobi. Soll ich abpfeifen? Willst du abpfeifen? Alles klar. Danke Ralf. Danke euch. Jetzt geht's gleich weiter mit Pokémon Live gegen die Top 4 und wir müssen reden, ist heute auch noch. Also viel Spaß, bleibt dran. Wir sehen uns gleich. Tschüss.